So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Banishers hier bei mir auf dem Kanal. Und in der letzten Folge haben wir geskillt und da hat der Autodirektor uns ein Schnippchen geschlagen. Und deswegen habe ich jetzt das Fenster nochmal kurz offen gelassen. Hier, Barriere habe ich jetzt noch genommen. Und dann mal sehen, wie es da weitergeht. Wir sind Level 8, das geht eigentlich. Wir schlagen uns ganz gut. Die Elite sind ein bisschen over, finde ich, aktuell noch. Aber das wird sich dann wahrscheinlich, auch geben. So, wir ruhen uns mal aus. Verstehe aber noch nicht, warum ich nur zwei Sud einpacken kann. Ich glaube, manchmal konnte ich vier einpacken. Und jetzt nur noch zwei. Liegt es an der Klamotte? Ich weiß es nicht. Kate war hier. Thick Skin ist zurück und will dich sehen. Warum hat sie mich nicht aufgeweckt? Vielleicht hatte sie keine Lust, den Boten zu spielen. Vielleicht wollte sie auch nur, dass du zu spät kommst. Sie war irritiert. Thickskins Rückkehr stößt ihr übel auf. Kate erinnert mich an meine Schwester. Eva. Der kleine Hitzkopf des Clan McGrath. Sie klebte entweder immer an mir oder machte Vaters Wachen das Leben schwer. Sie war so klein, aber so stark. Große Männer in schwerer Rüstung haben mir keine Angst gemacht. Sie war klüger als ich und gerissener. Bei unseren Übungsduellen hat sie mich jedes Mal geschlagen. Sie wäre eine ausgezeichnete Schwertkämpferin geworden, wäre sie nicht so jung gestorben. Ich habe meinen Bruder und meine Schwester nie kennengelernt. Was? Ist das denn ernst? Zwillinge. Meine Mutter schreibt, dass sie jetzt 8 Jahre alt sind. Das hast du mir nie erzählt. Du hast nie gefragt. Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass du Briefe bekommen hast. Wie heißen die Zwillinge? Wie heißen sie? Was denn? Es interessiert mich eben. Nichts weiter. Du bist aufdringlich. Meine Schwester heißt Ayomide. Mein Bruder Timmy. Ich wusste gar nicht, dass dir deine Familie Briefe schickt. Meine Mutter schreibt mir einmal im Jahr. Es dauert Monate, bis mich einer erreicht, wenn er mich überhaupt erreicht. Bis zu diesem Moment habe ich nicht viel darüber nachgedacht. Die Duartes haben 3 Kinder in diese Welt gesetzt. Gott sei uns gnädig. Kluger Junge, da du jetzt bis 3 zählen kannst, können wir uns nun der 4 widmen. Ich hoffe, die Zwillinge sind charmanter als du. Sehr gut. So, dann können wir jetzt... Kate besuchen, beziehungsweise Thickskin, Dickhaut. So, Waldbewohner, Aufgabe abgeschlossen. Habe ich schon erwähnt, dass Thickskin auf dich wartet? Ist ja gut, ich bin schon auf dem Weg. Die Bestie, Aufgabe gestartet. Nice. Dann gehen wir so eine Bestie besiegen. Also die Dorfbewohner haben hier noch was, aber sieht gut aus. Hier Händler, Sinclair Paris Laden, Nelly Hiddens Laden. Können wir dann, wenn wir die Quests jetzt abgeholt haben, können wir ja nochmal durchs Dorf streifen. Und mal streifen und mal gucken. Sagst du den Leuten das Gegenteil, sobald du... Seht an, der halbherzige Erlöser, der uns zu retten ersucht. Ihr möget eintreten, o großer Heiland.
Man fahre meine Sänfte heraus. Das ist eklig, wenn ich mich schlürfe. Entschuldigt, meine Schwester. Es wäre ein Fehler, sie zu unterschätzen. Sie ist zäher als ihr. Ihr seid am Leben. Lange Rede, kurzer Sinn. Das bin ich. Ich erinnere mich nicht an viel. Von Bedeutung ist nur, dass ich überlebt habe. Ich erinnere mich nicht an viel. Ich wachte am Strand auf. An mehr erinnere ich mich nicht. Ihr hattet Glück, aber irgendwann endet jede Glückssträhne. Sagst du, was werdet ihr jetzt tun? Wie sieht die Zukunft für euch aus? Für das Lager? Für die Menschen hier? Wir wollten die Berge überqueren, aber die Kälte hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Fürs Erste bleiben wir hier. Bis zu besserem Wetter? Besserem Wetter und weniger Furcht. Sie müssen die Sonne wieder auf ihrem Gesicht spüren und das Feuer in ihrem Herzen. Wer würde sich nicht wünschen, noch einmal die Sonne auf dem Gesicht zu spüren? Ja, zumindest ein Geist, gell? Gibt es Neuigkeiten aus New Edentown? Gibt es Neues aus New Edentown? Als ihr zum Haupthaus seid, habe ich meine Schäfchen versammelt, dann zogen wir los. Seitdem nichts mehr. Euer Vertrauen in uns erquickt mein Herz. War mein Misstrauen etwa unbegründet? Aber die Leute hier glauben nach wie vor an euch. Tja, was ist mit den vermissten Siedlern? Was ist aus denen geworden, die geblieben sind? Was ist aus denen geworden, die geblieben sind? Tot. Oder so gut wie. Und ich bin nicht verrückt oder töricht genug, das herauszufinden. Sie hält dich also für einen Wahnsinnigen oder einen Tor? Vielleicht bin ich beides. Prahlt nicht damit. Es gibt mehr als genug törichte Verrückte hier. Was ist mit den vermissten Siedlern? Was ist mit den vermissten Siedlern? Was soll mit ihnen sein? Kate meinte, sie wären verschwunden, bevor sie das Lager erreicht hätten. Könnten sie draußen im Wald überlebt haben? Das ist ausgeschlossen. Ansonsten wären sie schon lange hier. Die armen Schweine sind längst tot. Okay. Was wollt ihr von mir? Das war die Frage, die sie überhaupt stellt. Ihr habt mich nicht hergebeten, damit ich euch beim Suppeschlürfen zusehe. Was wollt ihr? Kate sagt, ihr habt Mumm. Das kann ich gebrauchen. Ich hätte einen Auftrag für euch. Etwas Wichtiges muss getan werden und ich soll es tun? Kein Wunder, dass eure Schwester stinksauer ist. Kate mag davon träumen, sie hätte so ein dickes Fell wie ich. Aber Träume sind Schäume. Na, unterschätzt sie nicht. Kate scheint zäh zu sein. Kate wirkt ziemlich zäh auf mich. Ihre Gefühle verraten sie. Sie muss noch viel lernen. Sprecht frei heraus. Was soll ich für euch tun? Verbannt einen Geist, der nicht existiert. Die Leute hier glauben an Monster. Ihre Furcht macht sie schwach. Tötet die Bestie. Tötet ihre Furcht, dann kehrt ihre Stärke zurück. Furcht kann was Gutes sein. Wir haben nicht viel. Aber eine Flinte mit Schießpulver und Munition könnt ihr haben. Das klingt nach einem guten Deal. Wieso sollte ich die Beste nicht... Warum sollte die Beste nicht echt sein? Ich arbeite nicht umsonst. Warum sollte die Bestie nicht endlich echt sein? Arbeite nicht umsonst. Was man nicht speichern kann. Mann, ich hätte gerne mal beides ausprobieren. Arbeite nicht umsonst. Es ist ehrliche Arbeit. Ihr bezahlt mich natürlich. Ich werde euch bezahlen. Ihr habt mein Wort. Ich bin gespannt, wie das endet. Wie sollte die Bestie nicht echt sein? Ihr wisst, dass der Fluch real ist. Warum also nicht auch die Bestie? Ach, die Bestie. Vermutlich ein Bär, vielleicht ein Wolf. Ein Hirngespinst, sonst nichts. Warum erlegt ihr sie nicht selbst? Weil sie nur glauben, das Monster sei tot, wenn ein Verbanner es getötet hat.
Ich jage die Bestie für euch. Egal, was sie sein mag. Sofern ihr mir eine kleine Frage beantwortet. Mhm. Gut, schießt los. Woher dieser Name? Niemand nennt seine Tochter Thickskin. Mein Geburtsname bleibt besser vergessen. Thickskin ist viel passender. Na dann. In der Wildnis draußen tragen wir Musketen. Und wir haben das hier. Benutzt diese Pfeife, wenn ihr in Schwierigkeiten seid. Und die Flinte? Meine Schwester braucht ihre Flinte nicht. Ihr müsst sie ihr nur abnehmen. Okay. Das wird Kate sicher freuen. Kate wird wütend sein. Das wird Funken schlagen. Thickskins Pfeife. Bist du der Meinung mit Thickskin? Denkst du, Kate lässt sich von Gefühlen leiten? Warte ab, was sie sagt, wenn du sie um die Muskete bittest. Mal sehen, ob ich mich irre. Ich glaube, wir kriegen gleich ein paar aufs Maul. Ja. Zu Recht. Wo ist die Tante? 33 Meter unter uns. Da ist er. Hey, Baby! Habt ihr nichts Besseres zu tun? Oh. Los, erlöst uns von der Bestie. Erledigt die Drecksarbeit für meine Schwester. Ich brauche eine Muskete. Thickskin sagte, ich kann eure haben. Vorher verrottet ihr in der Hölle zusammen mit ihr. Könnte amüsant werden. Es ist nicht leicht, das jüngste Kind zu sein. Die Bestie zu töten ist gut für alle hier. Ihr tut alles, zu beweisen, dass sie falsch liegt. Wollt ihr so dringend beweisen, dass sie sich irrt, dass ihr euch selbst vergesst? Ihr könnt eurer Schwester nacheifern oder Zeta und Mordio schreien, aber es wird nichts nutzen. Was wisst ihr schon von Schwestern? Genug, dass ich wünschte, meine lebe noch. Ich kann das Lager nicht unbewaffnet verlassen. Sie hält mich hier gefangen. Hinter all der Wut verbirgt sich Schmerz. So wirst du ihr Temperament sicher nicht zügeln. Schwierig. Ihr haltet nicht viel voneinander. Kann das sein? Das ist offensichtlich. Eure Schwester beschützt euch. Das glaubt ihr uns eh nicht. Bemesst euren Wert selbst. Ist alles blöd irgendwie. Eure Schwester beschützt euch doch nur. Eure Schwester beschützt euch. Seid froh. Sie beschützt mich nicht. Sie engt mich ein. Für Thickskin zählt nur Kraft. Die Starken werden überleben und die Schwachen sterben. Sie hat euch ausgewählt, die Bestie zu jagen mit meiner Muskete. Das sagt doch alles darüber, was sie von mir hält. Ich jage nur einen Wolf, werde euch eure Flinte zurückbringen. Es ist doch nur ein Wolf. Ich gehe nur auf die Jagd nach einem Wolf oder einem Bären vielleicht. Ihr könnt euch ein andermal beweisen. Thickskin wünscht sich, dass die Bestie ein Wolf oder ein Bär sei. Heißt aber nicht, dass das wahr ist. Das stimmt. Ohne Muskete werdet ihr sterben. Das glaube ich nicht. Ich wünschte, es ginge anders. Das sieht aber nicht so aus. Nehmt die Flinte, Verbanner. Nehmt sie und verschwindet. Mir irgendwie ein bisschen leid. Tipp erhalten, Thickskin ist davon überzeugt, dass nur die Starken überleben. Kate. Letzter Tipp, Kate will beweisen, dass sie ebenso stark ist wie ihre Schwester. Die Flinte ist ein bisschen abgenutzt, funktioniert aber. Im Gegensatz zu anderen feuert sie nicht verfrüht ab. Ich werde mich gut um sie kümmern. Und sie sich sicherlich auch um mich. So, Kates Muskete. 1.
Die könnte ich einmal aufrüsten, denke ich. An dem Lagerfeuer da vielleicht. Kann ich nochmal mit der reden, so will ich. Habt ihr keine Aufgaben für meine Schwester zu erledigen? Verzieht euch Schotte. Oh, Schotte. Dann ist die Frage, ich hätte da vielleicht irgendwie die mitzunehmen oder so. Das hier? Ach, der Koch. Wie geht's euch, Koch? Ihnen auch einen guten Tag, Mrs. Haig. Was gibt's Neues? Also, was gibt es Neues? Das kommt darauf an. Was wollt ihr denn wissen? Ist alles noch über Thickskin. Ich sollte wirklich etwas über Thickskin wissen. Was könnt ihr mir sagen? Ich werde nicht schlecht über Thickskin reden, Mr. McGraw. Sie ist eine gute Jägerin. Wenn mir noch etwas einfällt, sage ich Bescheid. Okay, Kate? Ich sollte wirklich etwas über Kate wissen. Was könnt ihr mir sagen? Sie ist ein gutes Kind. Launisch. Vor allem, wenn ihre Schwester mit von der Partie ist. Und das ist ihr so ziemlich immer. Okay. Über euch? Könnt ihr mir ein wenig von euch erzählen? Mir? Ich bin nur eine Köchin, die Suppe kocht. Ich füttere die Leute. Wie andere auch, gebe ich mein Bestes. Ich bin völlig unscheinbar. Ich bin uninteressant. Niemand bemerkt mich. Naja. Doppelagenten. Frau. Lebt wohl. Ich verabschiede mich, Mrs. Haig. Ja. Tut das. Ist, als wenn du die Quest nicht erledigt hättest für die. Also, das ist ein bisschen doof. Blinden die da. Die Schnitzenstock. Wir gehen mal kurz ans Lagerfeuer. Vielleicht, werde die Flinte bestimmt brauchen. Oh, geil. Ich wusste gar nicht, dass es so einen Angriff gibt. Die Frage ist, wie du die Muskete ausrüstest, wo du die herziehst. Mit der Mausbutton ist es nicht. Da oben ist unsere Hütte. So, dann mal kurz ans Lagerfeuer. Hier Muskete. So, und die nächste würde Faltenlinge und grüner Christwurz kosten, der nächste Aufrüstung. Aber jetzt im Moment geht es erstmal mit zwei, denke ich mal. Frage ist, wie man die ausrüstet, wie man die benutzt und wo man die Munition herkriegt. So, ausgeruht sind wir, haben genug Sud. Ich habe das Gefühl, dass mit der Bestie was nicht stimmt. Also die Bestie ist bestimmt ein fetter Geist oder was weiß ich alles. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist, wie die sich das hier ausmalen. Wie kann ich die Muskete benutzen? Optionen. Steuerung, Tastenbelegung. Charakter, Sprinten, Kämpfen, Interagieren, Verbannen. Leichter Angriff, schwerer Angriff, Blocken, Ausweichen, Gewehr ziehen. Steuerung. Na klar. Oder es. Achso. Man muss gedrückt halten. Okay, hat keine Munitionsanzeige. Das heißt, ich habe wahrscheinlich unendlich Schuss dafür. So, wie benutze ich diese blöde Pfeife? Soll ich auch nochmal ganz kurz gucken? Also Steuerung gedrückt halten, dann zieht er die Machete und Machete. Die Muskete natürlich, nicht Machete. Machete wäre auch gut, eigentlich. Tastenbelegung, Ausweichen. Gewehrschuss. Manifestation. Antwort, validieren. Dialog. Keine Ahnung, wie du die Pfeife benutzen willst. Ist ja nirgendwo ausgerüstet. Wahrscheinlich einfach so ein Questartikel. Wahrscheinlich musst du damit eine Holzpfeife, die Red von Thickskin erhielt, um nach Hilfe zu rufen zu können. Okay.
Ja, dann würde ich sagen, 52 Meter. Jetzt gucken wir auf die Karte. Schon hier 20 Minuten vergammelt. Hier ist, da müssen wir hin. Wir müssen so rum aus in die Richtung, die ich gucke, aus dem Dorf raus. Na klar. Na dann, machen wir das. Ab in den Süden quasi. Die meckert nur, wenn ich sie anspreche wieder. Ich würde dir gern helfen. Trotz meiner Zeit als Händler ist mein Verstand noch scharf. Doch der Körper ist nicht mehr der jüngste. Ja, ich habe mit allem gehandelt. Felle und Juwelen, Tabak und Wein, Fisch und Geflügel, Zucker und Gewürze, Korn. Mhm. Kleine Dorfgespräche. Die Frage, ob sich daraus Dings ergeben können. Ob sich aus den Gesprächen, ob sich da auch Questen ergeben können, das weiß ich halt nicht. So. Ich hoffe, ich gehe richtig. Die ist ziemlich begrenzt, die Karte, dafür, dass es Open World ist. Von hier sind wir gekommen, glaube ich. Kann das sein? Ich glaube, ja. Bin hier absolut falsch. Wir hätten hier abbiegen müssen. Hier bei dem Laden eben, wo der gequatscht hat. Da hätten wir andere Richtung abbiegen müssen. Das war jetzt mein Fehler. Sorry. Krähe, krähe. So, muss noch ein Stückchen weiterlaufen. Geh mir aus dem Licht. Du Wicht. Ich bin Red Grave. Je besser ich Redskin kennenlerne, desto mehr mag ich sie. Liegt es etwa an ihrer freundlichen Art? Manche würden sie skrupellos nennen. Ist das schlecht von ihr? Glaub sie, ob sich. Ja, ist es. Wir überleben, weil wir uns umeinander kümmern. Das ist ehrenhaft. Na, da ist nichts zu sagen, ne? Okay, der hat die Knarre da im Dreck stehen. Was ist das für ein Typ, Mann? Ihr seid also doch noch vom Baum geklettert. Ja, aber euch brauche ich dafür nicht zu danken. Wie heißt der Junge? Beloved Scudder, wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Ich sehe, ihr habt euch eine Flinte besorgt. Kate hat sie mir überlassen. Ihr wisst, dass ich das überprüfen werde. Ja, klar. Was gibt's denn Neues hier im Lager? Wie stehen die Dinge? Ohne einen rumschnüffelnden Schotten würde es mir hier viel besser gefallen. Würdet ihr die Brücke für mich herunterlassen? Wenn Kate euch ihre Flinte gegeben hat, dann spricht wohl nichts dagegen. Aber ich würde euch davon abraten. In den Wäldern geschehen schlimme Dinge. Nur Thickskin kann sie gefahrlos durchstreifen. Ja, ja. Thickskins Ruf. Was ist mit Kate? Aber was ist mit Kate? Ihr durchstreift die Wälder doch mit Kate, nicht? Manchmal. Aber es ist keine Freude. Kate hat eine kurze Zündschnur, wenn sie mal den Mund aufmacht. Angeblich ist ihr Herz gebrochen und ist nie verheilt. Danke für eure Zeit, Scudder. Einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal, Mr. McWraith. Falls ihr überlebt. Oh ja, wird schon gehen. Aber die Knarre wird nie wieder irgendwo hinschießen. Zumindest nicht gerade, du Blödmann. Was ein Typ. Aber cool, dass es da wirklich runtergeht und so, ne? Naja, tschüss. Wir kommen wieder. Hoffe ich. Hinter Katie Kratzbürste verbirgt sich eine junge Frau mit gebrochenem Herzen. Ich kann sie verstehen. Da ergibt ihre abwehrende Haltung mehr Sinn. Vielleicht kann sie ihren Frieden finden, wenn das alles vorbei ist. Ja. Vielleicht aber auch nicht. So, Map.
Wir sind jetzt hier im Questbereich. Oha. Ein Ziel für dein neues Spielzeug. 10 Ideen, dass du besser reden als schießen kannst. An meinen Schießkünsten ist nichts auszusetzen. Ein Glückstreffer. Ich bin eben ein Glückspilz und ein ausgezeichneter Schütze. Beides ist die Wahrheit. Oh, jetzt können wir den Scheiß runterholen. Jetzt können wir uns einen runterholen. Natürlich nicht das, was ihr jetzt denkt, sondern die ganzen Leichen, die hier überall rumhängen. So. Wo finden wir nun diese Bestie? Ich vermute mal nicht weit von den verschwundenen Siedlern entfernt. So, wir haben jetzt gerade der Ring gerade angefangen zu leuchten. Da. Ein paar Materialien. Ein Geld. Und da hier ist Katzengold. Nehmen wir mal mit. Jetzt können wir jetzt ewig rumsuchen. Wir können mal hier bei der Hütte gucken, was da ist. In die Richtung. Oh, da ist noch Kräuter. Da ist die Hütte. Ah, guck. Oh, wow. Ja, sie bringen noch mehr Freunde mit. Halt den Schemen auf, bevor er von der Leiche Besitzer greift. Scheiße. Scheiße. Jetzt haben wir uns gar nicht so schlecht geschlagen jetzt. Mit der Waffe können wir was anfangen. Das Nachladen dauert natürlich. So eine Pistole wäre geil. Wenn hier irgendwelche vier sind, dann ist ja gar nicht auch anderes Zeug zum Encounter. Dann ist ja gar nicht auch die Quest-Sache in der Nähe. Stimmt. Dran gewöhnt, dass man die gedrückt hält. So, da ist noch eine Truhe. Ich hoffe, es ist was Sinniges drin. Hexensteine, das ist sehr gut. Die kann man da bestimmt eintauschen. Das ist eine Währung, glaube ich. Das ist die Währung von den Hexen, glaube ich. Und mittlerweile haben wir da schon ein bisschen. Aber das steht nämlich hier oben mit. Sehr gut. Mal gucken, da kann man dann bestimmt bei Seeker was kaufen. Wenn die auch mal wieder treffen, vorausgesetzt. Von da sind wir gekommen, ne? Glaube ich. Da kommen wir nicht hoch. Da geht's nicht durch, oder? Gibt's da noch hoch irgendwo? Nee. Also sind wir hier falsch, scheinbar. Ich bin mal gespannt, ob wir die Muskete wieder abgeben müssen dann. Ein paar Kräuter. Okay, das sieht von hier oben ganz gut aus.
Ein ganz schön heftiger Erdrutsch. Kein Weg hinein oder hinaus. Vielleicht durch die Höhle da unten. Wo man das Zeug raus. Eine alte, verlassene Mine. Einfach wunderbar. Und durch die müssen wir hindurch. Denkst du auch, ja. War auch meine Idee jetzt eben. Hier ist das, was wir eben runtergeschossen hatten. Und sonst haben wir hier nichts. Da gehen wir gleich rein in die Mine. Aha, ich habe eine Idee. Der Balken hängt wortwörtlich am seidenen Faden. Sven? Siehst du? Ganz einfach. Nicht so einfach, wenn sich das Ziel wehrt. Während du mit dem Gewehr zielst, oh. Während du, ich kann es nicht lesen, was da stand durch diese blöden Schemen hier. Da kommt einer hochgelatscht. Schämen, er macht sich an die Leiche ran. Du solltest von dort verschwinden. Das stimmt. Aus Jotun. So. Ich mag die Waffe. Na dann, rein in die gute Stube. Ich glaube, das wird eine wunderbare Freundschaft zwischen mir und der Muskete. Wobei das Nachladen ein bisschen dauert. Mal gucken. Aber kann ich ein bisschen Damage machen und dann kann ich mit diesem Teleportangriff kann ich dann auf den kann ich den angreifen. Kann das wirklich auf jede erdenkliche Art lösen. Total, ich liebe die auch. Schloss Hauska hätte mich beinahe ein Auge gekostet. Den Keller zu erforschen war deine Idee, schon vergessen? So. Wir müssen nicht nur durchlaufen, wir müssen nicht groß noch hier alles Mögliche finden. Aha. Eine Karre. Glaubst du, hier spukt es? Na ja, klar. Das wäre eine schöne Abwechslung. Ja. Ja, eigentlich nicht. Oh, hier gibt's. Nee, ist auch nur Pyrit. Katzengold. Scheint festzustecken. Ja, vielleicht irgendwie ein Seil dran binden oder was? Und vorne rüber schuppen. Da ist ein Seil sogar dran, glaube ich. Ja, ich sehe gerade, glaube ich, was wir machen müssen. Ja. Oh, Mist. Ups. Sie kriegen Verstärkung. Aua. Das war knapp. Ein bisschen Loot einsammeln.
glaube, das Ding hat eine Doppelverwendung hier. Jetzt kann ich mich nach hinten ziehen, da kann ich sogar noch hochklettern. Glaube ich. Ja. Gucken, ob es hier vielleicht noch ein bisschen Loot gibt. Geile Mine. So ein Außenposten wäre cool hier. Also ein Unterschlupf oder sowas. Da ist ein Brief. Das lesen wir gleich. Hier kann ich rüber. Guck mal, was in dem Brief drin steht. Tagebuch des Vorarbeiters. Die Männer sind wütend und voller Zorn. Sie beschweren sich über Schmerzen und Pein. Obwohl erst ein paar Stunden vergangen sind, die frommen Bürger in der Stadt nennen die Mine finster und beziehen sich damit sicher nicht auf die, auf das Mangel an Licht. Ich glaube, sie haben Angst vor... Freunde kämpfen gegen Freunde, die Männer sind verletzt, einige davon schwer, es wurden Fehler gemacht. Wir verlieren jeden Tag einen Mann durch einen Unfall und wenn es kein Unfall war, will ich den wahren Grund lieber nicht wissen und begrabe ihn an einem Ort und an Ort und Stelle. So kann das nicht weitergehen, sonst Katastrophe. Ich schreibe diese Nachricht im flackernden Licht unserer letzten Lampe. Die Mine wurde versiegelt, ob durch menschliches Versagen oder einen Materialfehler. Oder beides, vermag ich nicht zu sagen. Aber Tatsache ist, dass wir hier feststecken. Diese Mine wird unser Grab sein. Ja. Interessant. Gucken, was noch hier drüben ist. Aha. Oh, da ist eine Sprungmarke. Hier kann ich ein Seil dran knippen. Das mache ich auch gleich. Haben wir dann schnell den Weg nach unten. Ich denke mal, dass wir da noch durch müssen, durch den kleinen Spalt, den man da von hier aus sieht. Und da ist der. Nicht ganz. Jetzt. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn wir da hinspringen. Kein Weg rüber. So. Hier gibt's noch. Was ist das? Ich bin total durcheinander, wo ich hier eigentlich bin. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall falsch, so gesehen. So ein bisschen Geld, Leder. Ach, guck. Ach, guck. Jetzt kann ich gar nicht da hochspringen. Dann bin ich hier raus aus der Mine. Peinlich. Aber wir gucken unten nochmal kurz. Ich glaube, wir haben noch nicht alles da unten erkundet. Oh. Wow. Oha. Kommen wir da auf den Gegner bei uns zu. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Avengers. Wir danken euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.